meine liebe Freundes und Freundinnen. Ja, stellt euch mal vor, mein Freund Hinter hat mich heute Morgen angeguckt und hat gesagt, Mann, es wird die höchste Zeit, dass du die Haare gestippelt kriegst. Ja, die hatte Termin schon gemacht an die 4. Mai bei der Stippelesfrau, bei der Stefanie. Ja, die muss mich wieder von die Haare befreien, hat mein Fräulinchen gesagt. Vor alle Dinge, das Gesicht muss wieder freigestellt werden. Ich würde ja richtig grimmig aussehen. Ah, ich finde das nett. Gut, okay, das ist über der Aue, das muss weg und so. Vielleicht sollte auch mein Bart ein bisschen kürzer sein. Und an der Ohren. Und oben an der Haarkinds auch ein bisschen kürzer sein, ja. Aber ansonsten finde ich mich eigentlich ganz hübsch, ne? Ja, aber nee, ich soll wieder etwas kürzer geschnitten gehen an die ganze Körper. Bis runter zu die Schwanz, hat sie gesagt, ja. Und sie ist doch am Überlegen, ob sie die Friseuse, also meine Schnippelfrau, die Stefanie, mich baden lässt oder ob sie mich selber vorher badet. Das weiß sie noch nicht, ja. Wenn ihr der Rücken weh tut, dann bin ich bei die Stefanie gebadet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann macht die das auch selber, ja. Die macht das ganz zart, bei Frau Linsche. Ganz zart macht die das, ja. Und mein Herrchen, der tut dann immer hinterher mich wegpusten mit der Föhn. Also Freunde, ihr könnt ruhig mal gespannt sein, wie ich dann aussehe, ne? Aber morgen kriegen wir mich noch mal sehen mit der Altfrisur, ne? Gell? Ja, und ich wünsche euch heute einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss, euer Mogli mit die weiße Socke.